lieben wir Gott, aber sei es auf Kosten unserer Arme und im Schweiß unseres Angesichtes. Wir müssen uns leer machen von uns selber. Das sind Worte des heiligen Vinzenz von Paul. Das ist ja nicht einfach nur fromm dahergesagt für einen Wandkalender oder ein Spruch auf einer Postkarte, sondern dahinter steht ein erlebtes und ein erlittenes Leben. Lieben wir Gott, wie schnell kann man das sagen, aber auf Kosten unserer Arme und im Schweiße unseres Angesichtes. Und machen wir uns leer von uns selber. Mir scheint, Vinzenz von Paul hat genau auf das gemerkt, was Jesus gesagt hat. Während die Jünger es nicht verstanden, die Apostel ratlos waren aufgrund eines solchen Satzes. Ja, was will man denn mehr? Die Leute staunen. Es steht ihnen der Mund offen aufgrund dessen, was Jesus tut. Das ist doch großartig. Und dann spricht Jesus von Auslieferung. Möglicherweise die gleichen Menschen, die staunen, denen wird er ausgeliefert. Natürlich haben wir einen Vorsprung, obwohl wir Nachkommen sind. Wir kommen nach den Aposteln, aber wir haben einen Vorsprung im Wissen. Wir wissen, wie das ausgeht mit Jesus, mit seinem Weg. Und alle, die wir als Heilige verehren, haben diesen Weg verstanden, auf je ihre Weise. Eben auch Vinzenz von Paul, indem er diese beiden Sätze, sie sind willkürlich herausgegriffen, indem er diesen Sätzen Gestalt gegeben hat und damit dem Evangelium Gestalt gegeben hat. Lieben wir Gott, aber sei es auf Kosten unserer Arme und im Schweiße unseres Angesichtes, machen wir uns leer von uns selber. Das ist ein Wort, das im Evangelium wurzelt und deshalb so viel Frucht getragen hat. Mir scheint, wenn wir so oft mit uns selber beschäftigt sind, mit dem, dass wir vorkommen, dass wir zur Geltung kommen, mit dem, was wir uns ausdenken, ich bin nicht sicher, ob wir auf dem Weg des Evangeliums sind in dieser Spur.